Herbert! Herbert! Ist das jetzt okay so? Zu wenig geschrubbt. Hä? Zu wenig Waschmittel? Ja, ist vielleicht zu kalt. Tja, um etwas richtig sauber zu bekommen, braucht es den Gleichklang von 4 Komponenten, sagte der Chemiker Herbert Sinner und hat bis heute recht. Nämlich Mechanik, Reinigungsmittel, Temperatur und Zeit. Zusammen gibt es einen Kreis. Ist der geschlossen, ist es sauber. Achtet bitte auch auf die Wasserqualität. Die stellt auch einen wichtigen Faktor dar. Wasche ich zum Beispiel mit einer Maschine, ist die mechanische Komponente überdurchschnittlich, dann benötige ich weniger von den anderen 3 Elementen. Habe ich weniger Waschmittel, müssen die anderen Komponenten das ausgleichen. Aber woher weiß ich, wie ich was waschen muss? Da ist Dräger ein Licht aufgegangen, besser gesagt 3. Die gute alte Ampel hilft hier weiter, ordnet die PSA in die richtige Kategorie und sagt gleichzeitig, wie gewaschen werden muss. Unbenutzte oder gelagerte Schutzausrüstung bekommt die Farbe grün. Bedeutet, muss je nach Lagerzeit auch mal aufbereitet werden. Das geht manuell oder maschinell. Achtet auf die Herstellerangaben. Gelb bedeutet nur innere Kontamination, also zum Beispiel nach Atemschutzstreckenübungen oder im Einsatz als Sicherheitstrupp ohne direkten Kontakt zu Feuer oder Rauch. Auch hier ist eine manuelle bzw. maschinelle Aufbereitung in der Regel ohne weiteres möglich. Und eine Vorreinigung braucht es in der Regel auch nicht. Bei Rot gehen wir von einer inneren und äußeren Kontaminierung aus, also bei Brandbekämpfung oder Ähnlichem. Hier braucht es eine Vorreinigung und eine rein manuelle bzw. maschinelle Aufbereitung ist so nicht ohne weiteres möglich. Hier sollte dann wirklich ein Profi ran mit Fachkenntnissen. Aber was passiert eigentlich, wenn Schutzausrüstung bei Einsätzen von Industriebränden, ABC-Einsätzen oder Einsätzen mit faserförmigen Stoffen getragen wurde? Dann wird die Ampel schwarz. Und das bedeutet, Finger weg, wenn man kein Profi ist. Hier braucht es dringend eine Fachberatung der Feuerwehr, also einen ABC-Fachberater. Trägerexperten helfen auch. Die erreicht man schnell und einfach über den Vertrieb. Eine wirklich gute Idee, die Trägerampel. Wer mehr wissen will über das Thema, der sollte sich unbedingt mal bei der Träger Academy informieren. Also, immer schön sauber bleiben. Herbert! Aber jetzt, oder? Hm?